Viele haben sie ja schon gesehen. Wir haben eine kleine Serie von, ich sag mal, Multi-Lights rausgebracht. Also da sind drei verschiedene. Einmal ein ganz kleines, was man mit dem Magnet oben an die Zeltwand machen kann. Und dann zwei, die halt eine Kombi haben, auch als Powerbank. Das heißt, man kann sein Handy oder sein Tablet oder was auch immer damit laden. Das ist das Multi-Powerlight. Es hat auf der Rückseite noch ein Solarpanel, lädt mit 150 mAh die Stunde und hat hier noch ein Licht. Mach's mal an. So. Wenn man jetzt nachts Bilder machen will oder wenn man jetzt Bilder machen will irgendwie im Schatten, also dass man den Schatten ausblenden kann, funktioniert sensationell gut. Also gestern war Samstag, gibt auch noch ein Rotlicht. Gestern war Samstag, Benny wollte den HSV zugucken beim Abstiegskampf. Das hat ungefähr, Benny, wie lange? 2 Stunden gedauert, das Spiel. Und bei dem schlechten... 2 Stunden haben wir ungefähr geguckt. Ja, ja, bei dem schlechten Empfang hier ist, also ein iPhone hat ja ungefähr so 1000, also iPhone 6 hat glaube ich 1600 mAh roundabout. Und es geht unheimlich schnell leer. Also er sucht immer den Empfang. Wir haben das Ding angeschlossen, direkt in die Sonne gelegt und es hat dabei geladen. Also es hat wirklich, wir haben das als Energie, also als Stromquelle genutzt. Einfach in die Sonne, direkt angeschlossen und es hat die ganze Zeit geladen. Also das iPhone war nicht leer nachher. Hat super funktioniert, top. Ich habe hier nochmal eine verpackte Version, also es wird so geliefert. Hier sieht man auch nochmal, das habe ich jetzt nicht gezeigt, wie man das Licht anschließen kann. Das ist einfach so ein Connector, wie man es auch bei der Kamera hat. So eine Schraube für einen Bankstick und für ein Gewinde, was unten normalerweise in die Kamera reinkommt, ist an dem Teil dran. Muss man dazu sagen, das Teil gehört nicht zum Lieferumfang. Ja. Muss man separat kaufen. Gehört nicht zum Lieferumfang, ist aber glaube ich so ein Euro-Betrag oder so. Kostet glaube ich 5 Euro und gibt es von der Firma Gardner. Ah, okay. So, das ist das erste Pack. Ich mache einfach mal jetzt nach der Reihe auf. Das ist das Ladekabel. Das ist wirklich ein qualitativ hochwertiges Ladekabel. Es ist kein Plastik, weil man hat ja oft bei den Ladekabeln so, dass sie hier unten abbrechen, weil das so ein Plastik ist und immer gebogen wird. Eine Schutzkappe drauf, sollten wir auch immer drüber lassen, weil es ist ja feucht bei uns hier beim Angeln und da kann auch jetzt in den USB-Port immer irgendwie was reinkommen. Clou ist, hier ist ein Lightning-Kabel dabei fürs iPhone. Und jeder, der schon mal ein Lightning-Kabel nachgekauft hat, weiß, wie teuer das ist. Und nochmal eins. Und nochmal ein Mini-USB für Samsung-Handys und so weiter. Man kann die einfach ineinander stecken und lädt. Ist wirklich qualitativ nicht schlecht. Und ich habe schon einige Kabel in der Hand gehabt, berufsbedingt. So, das ist die Powerbank. Hier ist nochmal eine Beschreibung dabei. Also hier steht dann auch nochmal drauf, wie viel Lumen die hat. Also Lumen zeigt halt an die Helligkeit vom Licht. Also 500 Lumen in der hellsten Stufe, 250 in der mittleren und 100 in der niedrigsten, aber in der vorletzten Stufe und in der niedrigsten nur 10, also das ganz leicht an ist. Maximale Distanz 12 Meter, wie die das auch immer rechnen, aber in der höchsten Stufe hält die 4,5 Stunden. Also man kann 4,5 Stunden was ausleuchten, in der niedrigsten Stufe sogar 100 Stunden. Also ist schon ziemlich weit. Und die hat einen... Es gibt noch so einen Faktor, wo steht's? Muss ich gucken. Steht das hier drauf? Ah, genau. Also es gibt noch so einen Wasserdichtigkeit, also Wasser- und Staubfestigkeitsfaktor, den nennt man IP-Faktor, hat einen IPX5-Faktor. Also das heißt, man kann sie nicht ins Wasser werfen, dann ist sie kaputt. Aber die ist halt staub- und wasserdicht. Aber jetzt 2 Tage lang im Regen stehen, dann sollte man nicht, aber einen kleinen Schauer hält die mal aus oder halt einen Morgentau oder ein bisschen Feuchtigkeit. Aber auch halt der Staub, der hier überall rum ist, geht nicht ins Gehäuse rein. So, jetzt ist hier noch ein Päckchen drin. Da muss ich von der anderen Seite ran. Gucken, Surprise, was ist da drin? Ah! Ein Karabiner. Also man kann sie auch dann noch mal im Zelt aufhängen. Es muss nicht nur zum Ausleuchten von den Bildern sein, sondern man kann sie dann auch im Zelt einfach aufhängen und als BV-Light benutzen. Oder vielleicht auch als Richtlicht, wenn man die Routen rausfährt, da kann man das Rodelicht anmachen. Also ist ein Multitool, man kann es wirklich überall benutzen. Und was er auch noch hat, hier ist ein Magnet dran.
weiß nicht, ob es jetzt hier hält, ne, das sind Aluminiumsachen. Aber man kann so zum Beispiel auf einen Metalltisch oder irgendwo auf Metall kann man so anklemmen. Und es ist, ich habe es mal zu Hause, wir haben so ein Metalltreppengeländer, habe ich es mal probiert, da bleibt es wirklich einfach patsch kleben. Und man kann es so auf den Boden hinstellen oder auf ein Bivi-Table oder wo auch immer. Ist auch wirklich, also das Plastik hier ist so ein Spritzguss und das ist wirklich richtig fest. Also es ist kein billiger Plastik, das ist wirklich richtig, ist was für längere Zeit gemacht. Ich mach mal hier das, die Schutzkappe. Also hier sind jetzt alle Stecker drin oder alle Anschlüsse drin. Hier sieht man das Geriffelte, hier kann man sie anmachen. Also man muss es nicht abmachen, man kann hier durch anmachen. Das weiß ich mal aus. So, okay, also hier sieht man den An- und Ausschalter, Input. Hier kommt der Mini-USB ran zum Laden. Also man kann es auch natürlich über die Steckdose laden, man muss es nicht nur über das Solarpanel laden. Und hier ist das Output, hier kommt dann das silberne Kabel ran. Also, wenn man sein iPhone oder Samsung oder was weiß ich laden will, zum Laden und legt es einfach in die Ecke. Weil wie gesagt, auch wenn sie leer ist, man legt sie einfach in die Sonne. Man sieht hier, wenn das rote Licht an ist, wir haben jetzt hier nicht viel Sonne, wenn das rote Licht an ist, heißt es, die lädt. Also selbst bei dem bisschen Licht, was wir hier haben, lädt die schon. Also deswegen, 6000 mAh hat der Powerbank, es ist nicht so arg viel, aber dadurch, dass man das Solarpanel hat, ist es im Prinzip egal. Also man kann zweimal, dreimal vielleicht ein iPhone damit laden, jeder kann sich selbst ja ausrechnen, 1600 mAh hat ungefähr ein iPhone 6, die hat 6000, wenn man streng nimmt, wären es ja fast 4. Aber durch Kälte und das äußere Bedingungen kann man das nicht immer 1:1 ausrechnen. Aber man legt es einfach in die Sonne und sag mal, man hat zweimal geladen, legt es in die Sonne und dann lädt sich das Ding wieder auf. Das ist wirklich ein tolles Tool. Ja, kann ich echt nur empfehlen.